Arbeit im Hirn des Zuhörers ist Widerstand. Und wenn man Menschen beobachtet, die bis zu 1000% überzeugt sind von dem, was sie sagen, dann haben die ein natürliches sprechtechnisches Verhalten. Wenn sie sich nicht bewegen, können sie ihr Publikum nicht bewegen. Ich habe mich ein Jahrzehnt damit beschäftigt, wie man Menschen überzeugt. Und es geht im Prinzip anders, als die meisten Menschen denken. Es hängt nämlich mit dem Aufbau ihres Bewusstseins zusammen. Ich will Ihnen was zeigen. Das hier ist ein Eisberg. Der schwimmt irgendwo im Wasser. Jetzt haben Sie einen Teil des Eisbergs, der schaut oben raus. Den weitaus größten Teil sehen Sie nicht. Nehmen wir mal Folgendes an. Sie haben einen Wind, der kommt aus dieser Richtung. Sie haben eine Strömung, die kommt aus dieser Richtung. Wohin schwimmt der Eisberg? Der Eisberg schwimmt in die Richtung der Kräfte, die hier unten ansetzen. Hier oben ist Ihr waches Bewusstsein, Ihr Verstand. Und hier unten ist Ihr Unterbewusstsein. Hier spielt die Musik. Alle Ihre Entscheidungen werden hier gefällt. Und sie werden nachträglich hier begründet. Das müssen Sie wissen, wenn Sie mit Menschen reden. So, und jetzt kommt's. Ihr Unterbewusstsein verarbeitet nur zwei Dinge: Bilder oder Gefühle. Bilder oder Gefühle. Es geht um sprachliche Bilder, nicht um Fotos. Und wenn Sie nicht in der Lage sind, Bilder oder Gefühle auszulösen, wird es sehr schwer, Menschen in ihre Richtung zu bewegen. Die meisten entfachen Stürme hier oben und wundern sich, dass sich nichts bewegt. Aber es braucht die kleinste Bewegung hier und sie bewegen Menschen. Der ganze Eisberg bewegt sich. Und Sie kennen das aus eigener Anschauung. Da gibt es die Typen, die Verkäufertypen, die gehen zum Kunden, reden eine Viertelstunde über alles andere, nur nicht über das Business. Und dann sagen sie, übrigens, hier habe ich noch was. Und dann sagt er, alles klar, unterschreibe ich. Reines Eisberg bewegen. Hier auf der persönlichen Ebene wurden Entscheidungen bewegt. So, und der ist wesentlich wichtiger als hier oben Ihr Verstandesteil. Körpersprache funkt direkt hier unten rein. Jetzt will ich Ihnen was zeigen. Wenn Sie wichtige Botschaften haben und möchten, dass diese Botschaften auf der Herzebene landen bei Ihrem Publikum und etwas bewegen, die meisten wissen nicht, wie sie vorzugehen haben, um das rüberzubringen. Weil die Botschaft, der Text der Botschaft ist nur ein kleiner Teil. Der weitaus größte Teil sind Rahmenparameter. Jetzt gebe ich Ihnen mal einen Satz. Zweimal. Und Sie entscheiden bitte, welche der beiden Varianten hatte eine höhere Wirkung. Erste Variante. Führen Sie in Ihrer Verwaltung Lean Management ein, 50% Ihrer Konflikte sind verschwunden. Stellen Sie sich vor, ich würde Ihnen die Aufgabe geben, bitte erklären Sie Ihrem Nachbarn, was ich gerade gesagt habe. Jetzt passiert Folgendes, Ihr Hirn arbeitet. Sie müssen sich anstrengen, um das in irgendetwas Anschauliches zu übersetzen, um dort zu erkennen, was war das. Und jetzt aufpassen, Arbeit im Hirn des Zuhörers ist Widerstand.
Arbeit ist Widerstand und Widerstand gegen Sie und Ihr Anliegen. Und das ist das Problem. Jetzt sage ich denselben Satz nochmal. Jetzt sage ich Ihnen etwas, was Ihre Firma revolutionieren wird. Hören Sie hin. Führen Sie in Ihrer Verwaltung Lean Management ein. 50% Ihrer Konflikte sind verschwunden. Derselbe Satz. Wenn Sie jetzt Ihr Hirn beobachten, Sie haben Tendenz, mir zu glauben. Kraft einer Aussage, das ist Eisbergbewegen. Jetzt sage ich Ihnen, woran das liegt. Schauen Sie, es ist so, wenn man Menschen beobachtet, die bis zu 1000% überzeugt sind von dem, was sie sagen, dann haben die ein natürliches sprechtechnisches Verhalten. Wenn Sie dieses Verhalten erkennen und auf egal welche Botschaft übertragen, dann erreichen Sie dieselbe Glaubhaftigkeit und dieselbe Schubkraft. Man muss nur wissen, was die tun. Und jetzt sage ich Ihnen das. Menschen, die bis zu 1000% überzeugt sind von dem, was sie sagen, die machen Folgendes. Die dehnen die Botschaft rhythmisch auseinander. Die sagen nicht, die dehnen die Botschaft rhythmisch auseinander. Die dehnen Pause, die Botschaft Pause, rhythmisch Pause auseinander. Können Sie alle großen Redner angucken, wenn die zu wichtigen Botschaften kommen. Die Botschaft selber ist es nicht. So, meine lieben Teilnehmer, und jetzt sage ich Ihnen, wie Sie dieses rhythmische Auseinanderdehnen auf Anhieb hinbekommen und bis zum Rest Ihres Lebens nicht mehr vergessen werden. Stehen Sie alle mal auf. Alle aufstehen. Der Zauber liegt in Ihrer rechten Hand. Nehmen Sie Ihren rechten Unterarm nach vorne waagrecht. Machen eine Art O. Und jetzt kommt's. Sie takten Ihre Botschaft. 50% Ihrer Konflikte sind verschwunden. Alle sprechen im Chor mit. 50% Ihrer Konflikte sind verschwunden. Nehmen Sie Platz. Man nennt das, schreiben Sie das auf, falls Sie was zu schreiben haben, Takten Ihrer Botschaft. Tun Sie das, ich sage es Ihnen, jetzt kommt das Jahresende, wo Sie irgendwas zu verkünden haben, wieder diese endlos langweiligen Präsentationen, wie lief's in allen Segmenten, in allen Produktsparten, in allen Regionalverteilungen, 126 PowerPoints, Sie ertragen es tapfer. So, und jetzt, wenn Sie mal ein gutes Ergebnis haben, ich will das mal gegenüberstellen. Liebe Mitarbeiter, trotz widriger Umstände, dieses Jahr plus 18% Umsatzzuwachs. Mache ich nochmal. Liebe Mitarbeiter, jetzt sage ich Ihnen etwas, was niemand von uns erwartet hat. Hören Sie hin. Der Umsatzzuwachs dieses Jahr betrug plus 18%. Ist der Wahnsinn, was das ausmacht. Erst jetzt wissen Sie, das ist was zu feiern. Die Ziffer ist es nicht. Ich bin Rhetoriktrainer und Speaker. Jetzt, ich bin seit ungefähr 5 Jahren unangreifbar geworden. Ich sage Ihnen warum. Weil ich habe einen Grundsatz, den ich mir zu eigen gemacht habe. Und für alle die Trainer unter uns, wer ist Trainer? Hand hoch. Merken, nur so machen Sie es. Spannen Sie auf, Sie werden auch unangreifbar. Jetzt Folgendes. Früher habe ich eine Methode gehabt, die habe ich geschult. Und dann hat jemand gesagt, Herr Pöhm, das habe ich aber anders gelernt.
sage ich, wie? Hat er es erzählt? Und dann habe ich für meine Variante gekämpft. Mache ich nicht mehr. Jetzt habe ich, wissen Sie, mit dieser Grundsatz, den ich mir in Fleisch und Blut übergehen habe lassen, ist folgender. Ich will nicht recht haben. Ich will immer nur das beste Ergebnis. Heute sage ich, okay, kommen Sie nach vorne, machen Sie vor. So, dann habe ich 10, 12 Teilnehmer, Individual-Rhetorik-Seminar. Und dann sage ich, okay, was hat euch besser gefallen? Die Variante ich oder seine? Und wenn seine ist, tausche ich sofort meine aus. Wäre ich ja dumm. Weil ich will das beste Ergebnis haben. Früher habe ich für meinen Schrott gekämpft. So, und so können Sie nicht verhindern, dass Sie immer besser werden. Dass Sie Dinge rausfinden, die noch keiner schult. Das habe ich nämlich. Und dass Sie unangreifbar sind, weil ich will nicht recht haben, ich will das beste Ergebnis. Punkt. Und dasselbe habe ich gemacht mit einem Programm, das Sie alle kennen. Das Programm hat den Namen PowerPoint. Okay, ich will nicht recht haben, ich will das beste Ergebnis. Dann sage ich, okay, PowerPoint, machen Sie mal, gut. Okay, jetzt stelle ich meine Gegenvariante gegenüber und dann nehmen wir das, was die höhere Wirkung hat. Und wenn Sie das ein paar Jährchen machen, und dann kommen Sie zu folgendem Ergebnis. Hören Sie gut hin. In 95 von 100 Fällen fliegt PowerPoint raus. Weil ich das beste Ergebnis haben will, nicht weil ich recht haben will. Und 5% bleibt, aber 5% mehr nicht. Jeder Mensch strahlt Energie aus. Sie als Publikum sind eine energetische Masse. Ich bin jetzt im Moment der Gegenpol. So, Energie können Sie wahrnehmen. Das machen wir jetzt mal. Nehmen Sie einfach mal jetzt nur meine Energie wahr, und zwar jetzt. Und jetzt machen wir dasselbe nochmal. Nehmen Sie jetzt bitte meine Energie wahr. Da ist nur ein weißer Fleck, da ist noch kein Text. Merken Sie, wie es jetzt ruhiger wird? Fokus zurückkommt? Schon allein deswegen sollten Sie auf PowerPoint verzichten. Menschen überzeugen nicht technische Hilfsmittel. Das war immer so und das wird immer so bleiben. Da können Sie erfinden, was Sie wollen. Prezi, Keynotes und was es sonst noch alles gibt. Weil wenn Sie sich nicht selbst bewegen, können Sie Ihr Publikum nicht bewegen. Nochmal, wenn Sie sich nicht bewegen, können Sie Ihr Publikum nicht bewegen. Und es reicht nicht diese Bewegung auf der Fernbedienung für PowerPoint. Das ist keine Bewegung. Ein Mensch aus Fleisch und Blut und nicht Bits und Bytes, die sich da oben drehen. Ich war mal bei einer Präsentation dabei, da wurde eine Firma neu gegründet. Firmeninhaber hat präsentiert. Und diese Firma hat als Logo einen Baum gewählt. Will ich Ihnen mal zeigen, wie er diesen Baum hätte einführen können. So hat er es nicht gemacht, wäre eine Möglichkeit. Wir haben für unsere Firma als Logo einen Baum gewählt. Dieser Baum steht für Festigkeit, dieser Baum steht für Dauerhaftigkeit, dieser Baum steht für Wachstum und dieser Baum steht für Stärke. Das sind genau die Attribute, die unsere Firma verkörpern wird. So hätte er es machen können. Hat er aber nicht. Es gibt eine Regel in der Rhetorik, die besagt, Sie haben 5 Sinne. Wenn Sie eine Information anstatt nur über das Ohr zusätzlich auch über das Auge aufnehmen, dann ist die Behaltensquote höher und die Wirkung steigt. Wer von Ihnen hat von dieser Regel schon mal gehört? Bitte mal Handzeichen. Und das hat er beachtet. So sah es tatsächlich aus. Wir haben für unsere Firma als Logo den Baum gewählt. Der Baum steht für Festigkeit, Dauerhaftigkeit, Wachstum, Stärke. Erkennen Sie etwas? Sie vernichten
Ihre Aussage, wenn sie nochmal auf Folie steht. Das ist die Wahrheit und alles andere ist gut klingende Theorie. Es stimmt nicht. Sie killen Ihre Botschaft, wenn sie da hinten nochmal eingeblendet ist. Und das kann ich Ihnen mit jeder Ihrer Botschaften nachweisen. Bitte glauben Sie mir nicht, stellen Sie es wirklich gegenüber. Einmal freisprechen und dann hinten eingeblendet und dann sagen Sie es nochmal. Immer wird Ihre Botschaft kaputt gehen. Was Sie da tun, ist betreutes Lesen. So, das ist die Realität der Folien, die ich so geliefert bekomme. Das ist jetzt von einem Werbeinstitut erstellte Folie, die sind hochbezahlt, ja, und nach neuesten PowerPoint-Erstellungskriterien. Schauen Sie sich das bitte an. So, was war da drauf? Es gibt eine 2-Sekunden-Regel, können Sie aufschreiben. Folgendes: Zeigen Sie Ihre Folie 2 Sekunden jemand, der keine Ahnung hat von Ihrem Business. Dann machen Sie es wieder aus und wenn der nicht zusammenfassen kann, was auf der Folie war, taugt Ihre Folie nichts. 90% Ihrer Folien fliegen in den Papierkorb. Nur mit dieser Regel. Nächste Realität. Na, jetzt warten Sie mal auf. Das ist jetzt was anderes. Wenn Fotos, ich will Ihnen das klar machen, schauen Sie mal, das ist dasselbe Foto wie hier. Die Regel lautet, wenn Fotos flächendeckend und nicht so ein Behindertenzeug hier, schauen Sie mal. Schauen Sie das mal an. Ihre Fotos sind so. Und jetzt, ja, hier, das ist reale Folie von einem, der ein Seminar macht über Delegieren von Führungskräften. Das waren ungefähr 48 Folien. Dieser Art. Können Sie sich vorstellen? Und das müssen Sie jetzt wieder ertragen am Ende des Jahres. Ne, also wir haben jetzt eine Umsatzentwicklung der letzten 3 Jahre. Im Jahr 2013 hatten wir einen Umsatz von 10,2 Millionen. Im 2014 waren es 8,7. Jetzt dieses Jahr hochgerechnet auf Ende des Jahres werden wir 7,4 haben. Das ist aber trotz günstigem Umfeld haben wir eine negative Entwicklung und wir müssten Maßnahmen ergreifen, um den Trend zu wenden. So ist die Wahrheit. Ich zeige Ihnen was. Die Umsatzentwicklung unserer Firma in den letzten 3 Jahren. Im Jahr 2013 hatten wir einen Umsatz von 10,2 Millionen Euro. 2014 war unser Umsatz 8,7 Millionen Euro. Dieses Jahr 2015, hochgerechnet aufs Ende des Jahres, haben wir einen Umsatz von 7,4 Millionen Euro. Sehen Sie was? Wir müssen reagieren und zwar jetzt. Soll ich Ihnen PowerPoint nochmal zeigen? Es stimmt, wenn ich sage, PowerPoint verhindert Wirkung. Sie haben 2 Möglichkeiten. Erstens, entweder sprechen Sie frei oder Sie gehen auf dieses Flipchart, weil hier ein echter Mensch ist, der echt sich bewegt und etwas entwickelt und dann bewegen Sie auch Ihr Publikum. Ich könnte noch 4 Tage weiterreden. So, aber für all die, die jetzt einen kleinen Geschmack bekommen haben von dem, was ich tue, das Buch heißt Aufschreiben. Präsentieren Sie noch oder faszinieren Sie schon und das müssen Sie kaufen. Dankeschön.